Hallo und sehr ganz herzlich willkommen zu dieser Folge von Flash Contest. In dieser Folge dachte ich mir, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen auf eure Kommentare ein. Für die Overviews hat es leider nicht gereicht und momentan, entschuldigt, sollten die Videos später kommen oder sollte es Probleme geben bzw. eine Folge ausfallen. Denn es gibt Streiks bei der Telekom, ob die schon vorbei sind, kann ich nicht sagen, doch heute ist mir aufgefallen, dass es einfach mit der Internetverbindung ein paar Probleme gibt. Ich versuche trotzdem ganz mal aufzunehmen, aber schon mal damit ihr Bescheid wisst, wieso vielleicht keine Folge kommt. Also als erstes Kommentare von Love Games. Ist Kyurem stark? Ja und nein. Also Black and White sind stark, aber das normale Kyurem nicht. Oder beziehungsweise im Kampf, in der Teamformation ist es nicht stark, jedoch in der als Supporter. Ihr seht hier, es kann einfrieren und da gibt es ein schönes Team. Getestet habe ich es noch nicht, und zwar Kyogre, dann eben Kyurem als Supporter, Regi Ice und Suicune. Sehr schönes Team, weil die einfach aufgrund ihres Eisstrahls oder der Möglichkeit, dem Gegner den Crowd Control Effekt Vereisung oder Eis zu geben, einfach dadurch wirklich richtig nice glänzen können. Deswegen lohnt es sich nur in dieser Form. Aber es ist auch nie schlecht, wenn man keinen Black und kein White Kyurem hat, sich einfach mal zwei Kyurems zu holen. Denn man kann sie ja für Black und White eintauschen. Und dahingehend lohnt es sich auch. Aber stark ist es leider nicht. Dann als nächstes, die liebe Linefax. Base Pokémon sollte ich noch reinmachen, um Instanz zu machen. Bin jetzt im Moment auf der Dämmerungsinsel und habe ein Glurak 54k Kraft und eine Elvoltec mit 60k Kraft. Welches Pokémon könnte ich noch dazu machen? Mir wurde auch gesagt, dass Gengar nicht schlecht wäre, oder denkst du was ganz anderes? Ampharos oder sowas. Zum einen, ich halte von Gengar nicht sehr viel. Wir können es uns auch mal anschauen. Ich nehme jetzt einfach mal Mega Gengar. Zum einen, die Attribute sind soweit es geht in Ordnung. Alle über den Mittelwert bis auf Physical Attack, aber verwendet es nicht. Aber was hier bei den Attacken auffällt, ihr könnt es selber durchlesen, ich kenne sie soweit es geht noch. Es sind in erster Linie Supporter-Attacken und vor allem ist es tanky. Aber das Problem ist, wenn der Gegner einen Gengar sieht. Die meisten haben zum Beispiel Arceus und greifen sowieso automatisch deine anderen Pokémon an, die alle nicht von Typ Geist sind. Was bedeutet, deine anderen Pokémon gehen relativ schnell down. Denn Gengar ist in der Mitte, kann keinen Schaden austeilen, weil es ja wirklich nur tanken kann. Und was bedeutet, der Kampf ist verloren. Es könnte in der Defense ganz praktisch sein, also um hier zum Beispiel im Battle, im EXOS oder sowas einfach mal zu verteidigen, da wäre es durchaus eine Variante oder eine Möglichkeit, es zu verwenden. Doch aktiv im Kampf oder gerade in der Adventure würde ich jetzt nicht dazu raten. Dann, deine Pokémon Glurak und Elvoltec sind gut, sind eine schöne Formation. Man könnte jetzt hier zum Beispiel noch hergehen und Gewaldro nehmen. Gewaldro glänzt aufgrund seines Life Racks. Also wenn du seine Ulti einsetzt und er hat relativ wenig Leben, dann wird seine Ulti stärker und füllt gleichzeitig die Leben auch noch auf. Dagegen ist es natürlich sehr, sehr gut und es kann sehr oft mal die Wende im Kampf bringen. Es gibt aber auch noch andere Pokémon, wie du hier auch schon erwähnt hast. Ampharos, ganz egal ob mega entwickelt oder die normale Form, sehr, sehr stark. Das Problem an Gewaldro und Ampharos ist einfach, wenn du sie mega entwickelst, sind sie von Typ Drache. Ist natürlich kontraproduktiv, wenn alle drei mega entwickelt sind und somit ja, du gegen Drachen einen großen Nachteil hast. Auch wenn man jetzt mal bedenkt, dass viele Arceus haben, Kyogre und zum Beispiel Celebi, dann ist es zum Beispiel gar kein Problem. Denn da befindet sich keine Drachenattacke im Gegnerteam. Sollten sie Palkia haben, dann wird es kontraproduktiv. Auch beim Psycho-Team beispielsweise ist keine Drachenattacke. Somit in gewisser Weise schönes Team, kannst du verwenden. Doch es gibt auch die eine oder andere Instanz in der Adventure, wo du auf Drachen-Pokémon treffen wirst und dann wäre es sehr, sehr kontraproduktiv. Einmal schon mal Glurak, guter Anfang. Elvoltec würde ich vielleicht austauschen, wie gesagt, mit Ampharos und dann entweder Gewaldro noch nehmen. Es gibt aber auch noch andere Pokémon, wie zum Beispiel das liebe Knackrack. Die sind auch relativ, oder der nimmt die Position des ADCs ein. Braucht natürlich ein bisschen Verteidigung, also wenn du Glück hast, dann hast du zum Beispiel Grodon oder sowas bekommen, wäre das super. Oder wenn du Knackrack nimmst, nimm am besten auch noch einen Stalos mit rein, denn Stalos hält die Verteidigung. Und das kommt natürlich deinem Knackrack auch zu gut. Andere Pokémon, wie zum Beispiel Ash, Green Ninja, oder beziehungsweise Quajutsu, sind sehr schöne Pokémon. Oder auch Logak. Sind beide sehr, sehr schöne Pokémon, haben Power. Die Rollen, die sie einnehmen, können sie wunderbar ausfüllen. Sind natürlich im Vergleich zu legendären Pokémon leider ja viel zu schlecht. Doch ja, die sind gut.
Dann schauen wir mal weiter. Beim Gengar hochzuziehen bin jetzt Level 50. Ja, okay, da hast du nochmal die Frage gestellt mit Gengar. Meine Antwort zu Gengar hast du ja schon bekommen. Schauen wir mal. Geiles Video, weil habe ich jetzt ein geiles Team mit Arceus, Giratina und Megazubiris. Ist top, bin jetzt bei Duell-Ranking Platz 33. Kann ich auch verstehen. Geist Arceus, Giratina, Megazubiris, sehr schöne Pokémon. Megazubiris wirft die ganzen Buffs auf den Gegner zurück. Giratina ist ein Top-ADC, gerade jetzt durch die neue Form. Auch mit der Ulti, wenn es sich, sag ich jetzt mal, für eine Runde zurückziehen kann, sehr, sehr schön. Und Geist Arceus ist sowieso top, denn die ganzen Arceus werden deine Pokémon nicht treffen. Du hast jedoch ein Arceus und kannst damit ganz gut klarkommen. Also sehr, sehr schön. Schauen wir doch mal weiter. Lieber Linefax hat noch gefragt, könntest du eigentlich auch die Zeiten von dem Wetterbericht in die Beschreibung packen? Theoretisch kann ich das tun, aber ihr seht es ja, das erste Video kommt normalerweise um 1, das zweite um 2. Was bedeutet, Wetter, die davor sind, würden euch dann nicht viel bringen, wenn ihr erst hier den Wetterbericht liest. Deswegen ist es ein bisschen blöd. Ich habe es eine Zeit lang auf meiner Facebook-Seite gepostet, aber nicht jeder hat Facebook, nicht jeder schaut da jeden Tag drauf. Deswegen ist es auch hier ein bisschen problematisch. Ich kann, wenn ich dran denke, entweder das Wetter hier in der Aufnahme zeigen oder, also jetzt, wir können es ja jetzt direkt mal machen. Bam, 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 schauen wir mal. Monster Mist. Wetterbericht. Sandstorm zum Beispiel hier ist jetzt schon wieder kontraproduktiv. Sandstorm. Wer darauf gewartet hat, hat jetzt leider Pech, denn ja, die Aufnahme kommt leider erst um 1, das tut mir leid. Und somit ist das von dem Punkt her leider kontraproduktiv und eher nicht so geil. Aber Blizzard seht ihr jetzt, okay, könnt ihr euch darauf vorbereiten. Ich sag mal so, ist sowohl gut als auch schlecht. Dann der liebe Easy Vi. Sorry, passt vielleicht nicht zum Video, aber geht es nur mir so oder werden die Events immer schwachsinniger? Bevor ich weiterlese, ja. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Es sind einfach Käse, nicht zu vergleichen mit früher. Ich hoffe, es ändert sich noch, aber ja. Früher gab es für 10 Tickets, also für die normalen Tickets, ein Advance-Ticket, jetzt 10 Tickets plus 500 Dias für eines. Das machen sie insofern, denn jetzt sind die Leute auf dem Server natürlich ein bisschen krasser, die haben schon viel Power, die geben jetzt ihre Dias nicht mehr für alles Mögliche aus, die können jetzt relativ zügig sparen. Und deswegen können sich hier natürlich auch, sag ich jetzt mal, die Preise ein bisschen erhöhen. Oder was heißt bisschen? 500 Dias ist relativ viel. Und das für nur ein Advance-Ticket, das ist schon krass. Ein Regieis und ein normales Kyurem für 5 Hooper-Shards. Wo ist da die Relation? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Auch vom Typen her, kompletter Crap. Ich finde es cool, dass sie hier eine Möglichkeit reingebracht haben, dass man sich Hooper holen kann, ohne hier, was weiß ich, 5000 Euro ausgeben zu müssen. Aber ich denke genauso wie du, lieber Easy Vi. Dann, Crystal Buddy verringert nicht den Schaden, den man bekommt. Der Skill ist verbuggt und verringert den speziellen Schaden, welchen man austeilt. Von der Alleswisser. Ja, davon habe ich auch schon gehört. Aber du hast ja hier auch in den Kommentaren dann geschrieben, dass der Support bereits darüber Bescheid weiß. Und deswegen frage ich mich, wieso der Support es noch nicht geändert hat. Oder vielleicht hat es ja schon gefixt. Ich werde demnächst mal in dem Video das Ganze testen, indem ich einfach ein Pokémon gegen Gegner teste, schaue, wie viel Damage er austeilt, werde den Kristall mit reinnehmen und schaue, ob sich da was verändert. Denn, ja, wie gesagt, aktiv habe ich es noch nicht getestet. Danke, dass du mir das Ganze als Kommentar hier geschrieben hast, damit ich es mal testen kann. Denn das wäre natürlich schon sehr sinnvoll. Wie gesagt, die meisten werden wahrscheinlich kennen oder werden diesen Mythos momentan, also ich sage momentan Mythos, denn ich habe ihn ja noch nicht widerlegen können oder bestätigen, je nachdem. Aber ja, viele werden den Mythos kennen und werden wahrscheinlich auch sagen, ja, das stimmt alles, verringert und so weiter. Aber ich will natürlich erstmal sicher gehen und vor allem das Ganze in dem Video festhalten, damit auch alle, die das Video sehen, 100% Bescheid wissen. Ich hoffe, das kann ich dann gut umsetzen. Aber ja, danke dafür schon mal. Der Alleswisser. Dann der liebe Jan Neumann hat mich auf was hingewiesen. Zwar Cresselias Angriff hat nichts mit ihrem Spezialangriff zu tun, sondern mit dem der Gegner. Und dafür danke, denn das war ja im Account Overview vom lieben Heavensfront. Da habe ich ja erwähnt, dass man da den Durchbruch bei Special Attack hätte haben können oder hätte drin lassen können. Deswegen entschuldige ich mich. Wir können jetzt auch mal direkt hier nachschauen. Knapp daneben. Das seht ihr. Wo bist du denn?
Hallo? Ja, ich schaue die ganze Zeit hier. Genau. Da haben wir es ja. Attribute. Es müsste die Attacke sein. Best on 80% Physical Attack on the Target Cost. Very Type Special Attack Damage. Also ja, hier nochmal die Bestätigung. Danke dafür. Und dann, lieber Heaven's Front, der Durchbruch bei dem Cresselia, sehr, sehr schön. Top. Dann, welche, achso, ja, welches Wesen hat mein Kapuriki? Es hat minus Physical Defense und plus Special Defense, also das aus der deutschen Version. Kyren für 3k Dias holen, sinnvoll oder nicht? Ich sag mal so, insofern ist es sinnvoll, wenn du genug DNA-Splicer hast, um dir dann Black und White Kyren zu holen. Also insofern natürlich dann auch Reshram bzw. Zekrom hast, dann würde es sich lohnen, sonst muss es nicht unbedingt sein. Du kannst es dir auch wunderbar fangen, ist nicht allzu schwer und es lohnt sich. Oder als Support. Da könntest du es sich vielleicht auch noch lohnen. Aber das Problem ist allgemein hier, wenn du dir Pokémon als Gift hier holst, also hier die Charts sind okay, aber wenn hier fertige Pokémon sind, dann haben die sehr, sehr wahrscheinlich hier ein schlechtes Wesen oder ein Wesen, womit die meisten wahrscheinlich nicht zufrieden wären. Mir wäre das egal, solange ich das Pokémon habe, bin ich zufrieden, aber der meisten geht es ja um das Wesen und da wäre das hier natürlich kontraproduktiv. Dann ist ja noch ein Kommentar von dem lieben Trafalgarlore. By the way, One Piece, geilste Serie. Die Stärke von Sacrifice Teams ist immer das Haupt-Pokémon mal 3. Kann ich nachvollziehen. Wir haben ja die Attribute gesehen, oder die Anfangsattribute und dann die Endattribute. Also genau mal 3 ist es jetzt wahrscheinlich nicht, aber gehen wir einfach mal davon aus. Mit einem 3 Millionen Arceus sind alle Teams zwischen 9 bis 10 Millionen ebenbürtig. Alles andere ist falsch. Mit einem Genesect 2 Millionen und insgesamt 3 Millionen als Team komme ich gegen alles bis 7 Millionen klar. Ja, und hier ist mein Problem. Denn hier steht ja, die Stärke wird mal 3 genommen. Und gehen wir jetzt einfach mal davon aus, oder in meinem Fall, mein Arceus kann ich jetzt, oder konnte ich jetzt so weit trainieren, dass es 3 Millionen hat. Bedeutet mit dem Sacrifice Team, wodurch es ja, wenn sie dann verrecken, es sozusagen die dreifache Stärke hat, also 9 Millionen, komme ich gegen einen Gegner mit 9 bis 10 Millionen klar. Da frage ich mich jetzt jedoch, wieso sollte man dann hier das so trainieren und nicht einfach deine drei Pokémon trainieren? Denn wenn du deine drei Pokémon so trainierst wie dein Main Team, haben alle drei 3 Millionen, da hast du insgesamt 9 Millionen, dann solltest du ja auch relativ einfach einen Gegner mit 9 bis 10 Millionen kennen. Klar, Vorteil von Sacrifice Team, du sparst dir zwei Pokémon zu trainieren, also du sparst die Ressourcen, die du dann für dein Main Pokémon verwenden kannst. Doch, ja, du brauchst sowieso mehr Pokémon. Mit nur einem alleine, das gut trainiert ist, kommt man nicht zurecht. Man hat ein Main-Team, ein sekundäres und auch noch ein drittes Team. Es gibt Modi wie EXVS oder auch der Gildenkrieg, wo mehrere Pokémon entscheidend sind, mehrere Teams. Deswegen würde, denke ich mir für meinen Teil, da es eigentlich relativ wenig Unterschied macht, ob ich jetzt hier ein Sacrifice-Team habe mit einem Main-Pokémon von 3 Millionen, was einfach dann mal 3 genommen wird, oder ob ich jetzt einfach drei Pokémon trainiere, die nur alle zusammen auch denselben Powerwert haben. Theoretisch kommt es für mich aufs selbe raus, so wie ich das hier jetzt auslesen konnte und auch selber schon bemerkt habe. Ich trainiere einfach alle drei, so komme ich besser zurecht. Da kann ich auch flexibler meine Pokémon tauschen und dann ist alles gut. Aber das Thema hier ist sehr umstritten, da hat jeder seine eigene Meinung, beziehungsweise die einen glauben oder die einen sind der Meinung, Sacrifice Team müssen die anderen zwei Pokémon so low wie möglich sein, gerade so, dass sie zweite Ability haben, damit sie möglichst schnell verrecken. Andere sagen, okay, nee, meines Erachtens nach sollten alle trainiert sein. Denn wenn der Gegner sieht, okay, hier sind zwei Sacrifice Pokémon, geht er sowieso auf das Main Pokémon in der Mitte. Es ist down, bevor die anderen verrecken konnten. Deswegen, ja. Hier teilen sich die Geister. Meine Meinung ist klar und habt ihr auch im Video gesehen, wie mein Team trainiert ist. Aber ich sag mal so, es gibt hier keine richtige und keine falsche Variante. Solange es funktioniert, ist egal, wie man es macht. Meiner Meinung. Dann lieber Mr. Darky, ja, ich will immer Kekse. Kannst mir zwar leider keine vorbeibringen, aber immer, musst du gar nicht fragen. Und da sind wir jetzt auch schon beim letzten Kommentar. Auf der deutschen Version hat Gedeo leider die Sacrifice-Fähigkeit nicht bekommen. Und ja, das ist krass. Ich habe nämlich nachgeschaut und es hat tatsächlich nicht die Sacrifice-Fähigkeit. Wir gehen jetzt auch extra nochmal in die deutsche Version, werden hier mal nachschauen. Danach
ist auch das Video vorbei. Wir sind ja schon bei 15 Minuten. Doch was ich da gesehen habe, dass da wäre theoretisch, oder da ist mein Herz verstinkt. Denn ein wunderschönes Caldeo, was ich auch natürlich mega entwickeln kann, dann ohne zweite Ability oder ohne Sacrifice Ability zu sehen, das ist hart. Und keine Ahnung, wieso es gerade nicht weitergeht. Seht es, ich habe es versucht. Wir können es leider jetzt nicht nachprüfen. Doch, es stimmt leider. Ich habe es mir angeschaut. Sowohl die normale als auch die mega entwickelte Form. Keine Ahnung, wieso es jetzt wirklich hier geht. Egal. Deswegen würde ich sagen, ich beende jetzt hier auch schon das Video. Es waren hier geile Kommentare dabei. Viel, worüber man labern konnte. Ich denke, das eine oder andere wird für euch auch interessant sein. Finde ich cool. Also ich finde es super, dass ihr so aktiv dabei seid. Und ja, da es jetzt hier nicht weitergeht, beende ich jetzt das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns. Bis dann.